Freunde, was geht ab? Ich bin's, Tim. Heute ist Kevin dabei. Salut. Ich bin heute nach Berlin gekommen, um mit Kevin ein paar Videos zu drehen. Und das erste, was wir drehen, ist Natural oder auf Stoff. Ihr kennt's. Wir haben schon mal gedreht in der Folge. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Wer hat gewonnen letztes Mal? Hast du gewonnen? Ich gewinne immer. Hat er echt gewonnen? Weiß ich nicht. Okay, das sehen wir dann. Vincent hat mir wieder 10 Athleten vorbereitet und wir müssen raten, ob der Stoff oder Natural sind. Vincent hat scheinbar Tests und Geständnisse von den Leuten. Tests oder Geständnisse von den Leuten hier drauf. Das heißt, wir wissen oder vermuten dann, ob derjenige auch Stoff ist oder nicht. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe die Sachen auf meinem Handy. Wir gucken zusammen drauf. Wir fangen an mit diesem jungen Mann. Digga, du bist verliehen. Werden wir sehen. Ja? Weißt du, was passiert? Was muss der Verlierer machen? Der holt sich im Sexshop oben eine Analfaust und geht zu der Verkäuferin und sagt... Ich muss sagen, es ist für ihn selbst. Ich möchte für mich selber eine Analfisting-Faust kaufen. Aber du musst sagen, du bist die größte haben, die sie haben. Nee, die allergrößte. Die allergrößte. So, ja, genau. Eine schwarze. Ja. Okay. Also das dann auf deinem Kanal. Die Auflösung. Das nein, wie du dann in den Shop gehst. Okay, also wir haben den drauf. Okay, also gucken wir uns den mal kurz an. Ich würde sagen, wir machen es... So, wir gucken uns den an, dann sagst du, du bist ready, ich bin ready und dann suchen wir unser Kärtchen aus. Wir zeigen es und danach erklären wir. Ich bin ready. Ich bin auch ziemlich ready eigentlich. Kevin, mein Steroidgespenst, mein Lieblingsnaturalathlet. Ich bin bereit. 3, 2. Stoff. Ja, Stoff. Also, wir müssen erstmal gucken hier jetzt. Auf Stoff. Okay, also wenn man jetzt hier reinzoomt, man sieht einfach der Körperfettanteil und die Trockenheit so, das ist einfach zu heftig. Vor allem an den Beinen sieht man es, finde ich. Ja. Also der ist übertrieben trocken, der spannt ja dabei gerade gar nicht seine Beine an. Da hast du diese Vaskularität und diesen fetten Oberschenkel, das ist... Ja. Es sieht auf jeden Fall aus, als wäre Stoff und wir lagen wichtig. Also steht 1:1 jetzt. Okay, also der Vincent ist jetzt nicht da, um uns vorzulesen, wer das ist und so, aber er hat jetzt hier einen Beweis scheinbar von einem Gannikus-Artikel hier reinkopiert. Warte mal kurz. Mr. Olympia, zweitplatzierter Arashraber über Steroide im Bodybuilding. Okay, zweiter in Classic Physik. In Classic Physik sind die auch eher auf Stoff. Also so, das ist ja die... Ich glaube, bei der Mr. Olympia sind die auch immer generell auf Stoff. Findest du Bodybuilding cool oder die Physikklasse? Ich finde beide ziemlich cool eigentlich. Also Bodybuilding, klar, das klassische Bodybuilding. Aber diese neuen Physikklasse, also diese neue Physikklasse, diese Classic Physik. Das ist schon heftig, wie das aussieht. Finde ich schon ziemlich cool, weil die gefallen mir symmetrisch sehr gut. Ja, ja. Ich finde, die sind noch nicht so überproportioniert. Und wenn das jetzt ohne Steroide gehen würde, wäre das natürlich das Heftigste. Also ich finde, das sieht noch mal geil aus. Das Bodybuilding ist irgendwie ästhetisch, aber es sieht krasser aus. Bei den Bodybuildern ist das also so diese Freakshow, sieht schon krass aus. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten. 1:1. Okay, das ist der nächste. Also noch ein Bild von dir, als du 19 warst, oder? Hast du rote Käppis getragen? Das könnte nach einer falschen Fährte aussehen. Das sieht hier nach einer falschen Fährte aus. Vincent will uns auf eine falsche Spur locken. Jetzt mal im Ernst, Digga. Also wenn der Kerl stofft, komm, ich bitte dich. Ja, okay, aber genau das ist es halt. Weil man denkt schon so sehr, dass es natural ist, dass es wahrscheinlich schon wieder Stoff ist. Das wäre wirklich unter gar keinen Umständen Stoff. Verzwickt. Denkst du wirklich, dass der Stoff... Naja, aber ja, na klar. Ist jetzt kein krasses Bild und der sieht schon gut aus. Sieht aus wie so ein typischer Pumper irgendwo in einem Fitnessstudio, der gerade sich irgendwie die erste Kur geballert hat. So. Und gerade ein paar Muckis bekommen hat, so wie hier auch. Ich weiß, dass hier wirklich viele auf Stoff sind. Ich weiß natürlich nicht, wer das ist jetzt, was das für ein Athlet ist oder sonst irgendwas. Aber der sieht schon so verdächtig natural aus, dass man das natural schaffen könnte. Das ist schon wieder Stoff ist. Digga, ich weiß ja nicht, wie Vincent so drauf ist, ob der auch mal uns so auch eine falsche Fährte. Du hast beim letzten Mal gemerkt, also der spielt da schon gerne mal mit, aber ich gehe danach, also keine Ahnung, Digga, wenn der auf Stoff ist, Alter, dann, was ist das für ein Mensch, wenn er auf Stoff ist? Also auf dem Bild auf Stoff zu sein, wäre echt schon lächerlich. Es wäre lächerlich, wenn er auf Stoff ist, Alter. Bist du bereit? Ja. Hier, 3, 2. Hast du Stoff? Ich habe Natural. Ja. Ich glaube, das ist ein falscher. Der kann auf jeden Fall natural sein, ja. Aber ich glaube. Fuck. Das ist natural! Das ist deine Paranoia, Alter. Das ist deine Paranoia, Digga. Jetzt mal im Ernst, Digga, das wäre absolut lachhaft, wenn du natural wärst. Wenn du auf Stoff wärst. Du erzählst auch einen, du bist nicht auf Stoff. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ich war nicht auf Stoff und ich bin nicht auf Stoff. Siehst du? Wie war es eigentlich so in der Zeit, wo du Stoff genommen hast? Digga, übel nice. Ja? Du hast mir doch immer die Spritzen in die Poperze gezogen. Nein, aber also man kann so natural aussehen, Alter. Also jetzt so. Hast du irgendwelche Nebenwirkungen vom Stoff gemerkt? Oder? Digga, ich habe übel kleine Eier bekommen. Was kriegt man noch so? Pickel? Sieht aus wie André. Ach, das ist der Beweis, einfach, dass er reinschreibt, natural oder was? Ja, was ist das für ein Beweis? Was ist das für ein Beweis? Digga, das ist kein Beweis. Vincent, du bist ein richtiger Fisch. Aber ich muss sagen, also hier sieht er schon wesentlich krasser aus. Da sieht er auf jeden Fall. Also hier zum Beispiel bei den Bildern. Also ich finde, hier hat er so eine Smart Gains-Figur. Nee, wie heißt der nicht, der Smart Gains? Wie heißt der andere, der ist so richtig, der ist echt ein Bro-Zap, krasser Natural-Bodybuilder. Wie heißt der, Bro-Zap? Ja, kann sein. Der auch so einen krassen Arm hat. Aber ist der natural?
Vielleicht alle, die natural sein? Ich weiß nicht, also ich verfolge die, glaube ich, genauso wenig wie du. Aber da erinnert mich so ein bisschen auf jeden Fall an den. Ah, schwer, ey. Das ist echt verdammt schwer zu sagen. Also das ist so ein Grenzfall. Und da tue ich mich jetzt echt schwer. Fuck, Digga. Hast du es? Mhm. Fuck, da bin ich jetzt gerade echt, da müsste ich jetzt länger nachdenken eigentlich. Aber mit Nachdenken willst du denn nachdenken? Willst du wissenschaftlich an die Sache herangehen? Wir analysieren jetzt mal. Okay, komm. Eine Stunde lang. Okay, komm. Bist du bereit? Drei? Oh, jetzt schön auf Natural geswitcht, oder was? Weil du weißt, dass ich auch Natural bin. Hast du Natural? Ich hab Natural. Ich hab auch Natural. Aber nur, weil ich so... Der sieht schon so krasser Stoff aus, dass es bestimmt wieder eine falsche Werte ist. Soll ich dir sagen, was ich denke? Also, der ist halt krass eingeölt, krass eingeschmiert und das Bild ist echt sehr, sehr gut gemacht. Und er steht auch so da, dass die Schulter so... Die Schulter ist nicht so übertrieben rund und er hat nicht diesen übertrieben krassen KFA und so. Also, das Bild ist sehr gut gemacht, aber der ist nicht so krass muskulös, wie es scheint da drauf. Also, finde ich, das ist heftig, also ein heftiger Naturalathlet, falls seine ist, aber... Der ist natural. Er? Ha, das ist ja gewonnen. Ja, beide. Das ist der Kerl. Winzig, was sind das für Beweise, wenn die Leute in ihre Chronik schreiben? Oh, Alter, also hier hätte ich safe Stoff gesagt. Bei den anderen Bildern, die ich jetzt hier, ich sehe die halt als mega kleines Thumbnail hier gerade. Holy fuck. Also wenn der natural ist, dann echt heftig krass. Boah, das ist schwierig. Weil das ist jetzt zum Beispiel so ein Fall, wo ich gesagt hätte, wie davor. Hier, der hat jetzt nicht den Körperfettanteil auf dem Bild, aber der hat schon eine heftige Masse. Wenn er runterschredden würde, kann es schon sein, dass er Stoff ist. Was denkst du? Also guck drauf, ich frag dich, was denkst du? Sag ich jetzt nicht. Das ist Stoff? Ja. Ich kenne den. Aber also ich sag dir mal, woran ich das jetzt... Also wir drehen mal um und schauen mal, ob es Stoff ist. Auf Stoff, ja. Ich denke zum Beispiel erstmal wegen... Also die Schulter hier sieht schon echt monströs aus. Alter, was ist das für ein Arm und Schulter? Dominik Dörfli, siehst du? Ha. Der hat halt hier, was ich finde, was es schwer macht, ist, dass er nicht so einen krassen Körperfettanteil hat. Aber man sieht, dass er echt eine monströse Masse hat und die Vaskularität halt bei dem Körperfettanteil ist auch echt heftig. Aber die Schulter, so das Volumen hier vom Nacken und von der Schulter sind halt echt riesig. Das ist eine gestörte Schulter. Und wenn er jetzt noch trocken wäre und jetzt schon Streifen hat, bei dem Körperfettanteil ist schon sehr, sehr verrückt. Wenn du ihn jetzt nicht kennen würdest. Hättest du dich da so Nacken und Schulter dran orientiert? Nee, ich hätte mich so daran orientiert, dass es eigentlich so diese typische Bodybuilding-Figur ist, die auf die Bühne geht und die Jungs eigentlich zu 98% auf Stoff sind. Also du hättest gesagt, okay, der ist so vom körperlichen Erscheinungsbild, sieht aus wie so ein Bodybuilder und wie Bodybuilder. Wettkampfathlet, genau. Genau, Wettkampfathleten, Stoffen, ja. Okay. Weil jetzt würden halt zum Beispiel jetzt sagen zum Beispiel Leute, hey, wie hast du bei dem einen davor gedacht, dass der auf Natural ist und der hier auf Stoff und der davor sah halt krasser aus. Aber das war, weil der trocken war. Ja, und die Masse macht es auch. Ja, und der hat eine viel krassere Masse. Das sieht man aber auf dem ersten Blick zum Beispiel auf dem Bild, finde ich sehr schlecht. Weil es auch nicht so ein guter Schuss und die Beine nicht so trocken sind auf dem Bild. Aber also auf jeden Fall, Props gehen raus, krasser Kerl, Digga. Yo, guck dir mal diesen Bizeps an. Holy fuck. Digga, das grüße mit deinem Arm. Ja, das ist gar keine Frage. Also, das... Willst du darüber jetzt noch abstimmen? Ja komm, also der ist auf Stoff, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also warte mal, ja ich hab Stoff, ja also der ist auf Stoff, Alter, 100.000. Wenn der nicht auf Stoff ist, schiebe ich also mir... Wenn der nicht auf Stoff ist, schiebe ich mir die Ghetto Force wirklich in den Arsch, Alter. Der ist natural. Ah, fick dein Leben. Alter, die Scheiße. Als Yo, ob. Okay, den Beweis will ich sehen. Den Vincent, Beweis. Du bist ein Bastard, wenn du jetzt sein Instagram-Profil einfach untersteht, so wie bei Simeon Panda, Lifetime Natural. Beweis? Oh, er hat mal geschrieben, er hat einen Hashtag benutzt. Da steht Natural Bodybuilding drauf. Ja, und deswegen ist das, also komm, Vincent, jetzt mach ich bitte. Der natural ist, wirklich, verdammt, ich schieb mir nichts im Arsch, das war jetzt einfach nur, weil ich mir zu sicher war. Ey, Digga, nie im Leben ist der natural. Nie im Leben ist er natural. Guck mal, der hat hier nicht mal einen krassen Körperfettanteil. So. Also der will ja noch schwer. Guck dir doch einfach mal das da an. Ja, das ist verrückt. Wie soll das denn? Das ist doch nicht. Das ist. Also keine Ahnung. Also der sieht auf diesem Bild jetzt hier nicht krass aus, aber hier ist er auch wesentlich fetter. Aber der ist breiter als du auf dem Bild. Okay, Vincent, also damit hast du wirklich jetzt gerade deinen letzten Funken Glaubwürdigkeit verspielt, Digga. Vincent, wir hassen dich. Das ist jetzt wieder nicht so leicht zu sagen, ne? Der sieht zum Beispiel für mich aus wie einer, wo man natural so aussehen kann. Aber er hat jetzt wieder diese Masse und sieht für mich aus wie derjenige, der so sich in eine kleine Kur geballert hat. Willst du quatschen oder spielen? Okay, komm. Drei. Bist du bereit? Ja. Zwei. Eins. Stoff, Stoff. Ich hätte auch gesagt, das ist so, die Masse ist halt schon ganz schön, die Masse ist halt schon ganz schön doll. So, und ich glaube, das ist wirklich so jemand, der experimentierfreudig ist. Und der hat jetzt aber, man sieht auch, er hat jetzt auf dem Bild, erstmal das Bild ist nicht so krass gut und er sieht jetzt aus wie so einer, der nicht so eine krasse Genetik hat. Oder das ist, ja. Also er hat jetzt nicht diese
du siehst, dass der echt übel massiv ist, aber du siehst auch, der hat eine relativ breite Taille, ne? Und aber du siehst, wie breit der hier ist, aber das sieht halt nicht so aus. Und auch hier diese ganzen kleinen Adern hier oben, das ist... Auf Stoff. Ja, okay. Auf Stoff, okay. Das wird so peinlich. Ich weiß. The Mountain. Weißt du, wer das ist? Ach, Björn, Haftel. Dieser The Mountain, ja, genau. Ah, krass. Aber das voll heftig, der sieht hier gar nicht, also der sieht hier gar nicht so krass aus. Also sieht doch gar nicht so riesig aus und so. Das ist so witzig, wie diese Bilder einen täuschen können. Ja. Das ist, ich glaube, das ist der Bruder von dem anderen Naturalathleten. Das sind die naturalen Zwillinge. Digga, was macht der mit seiner Hand da gerade? Holt er sich dann runter auf dem Bild? Das ist eine Zwickmühle. Vielleicht ist auch ein extrem gutes Bild. Also ich weiß es. Du kannst ihn aber gerne nochmal angucken. Es ist möglich, er ist auch farbig. Das ist das Ding. Die haben sowieso so eine krasse Gene, so. Stopp. Okay, jetzt ist es interessant. Der ist natural. Verdammt nochmal, du hast alles vorher gelesen. Ist der denn? Warte, den Beweis will ich aber sehen. Also da muss ich nochmal gucken, was für Beweise das sind. Aber warte, also der ist scheinbar knapp 1,80 und wiegt 105 Kilo circa. Der wurde von leicht unten fotografiert, das heißt leicht untersichtig. Du weißt, da sehen die Leute immer wesentlich krass aus, wenn du sie von, also massiver. Also wenn wir jetzt mal diese Section, diese linke Seite weglassen und nur das hier sehen, der ist schon breit und krass, aber das ist dann zum Beispiel was, wo ich sage, okay, der ist jetzt aber auch nicht übertrieben trocken. Sondern das ist noch so ein ganz okayer Körperfettanteil und der hat jetzt hier nicht diese krasse Vaskularität. Das ist so diese angenehme, weiche Härte. Deswegen war ich mir auch unsicher. Aber ich dachte einfach mal, ich riskiere mal was. Also ich habe auch am Anfang erst gedacht auf Stoff, wegen den Beinen. Weil die Beine sehen hier riesig aus. Aber dann habe ich halt gerade so, wegen dem Untersichtig und so, der sieht irgendwie kurz aus, in Anführungszeichen. Und Leute, die klein sind, die lassen sich gerne von unten fotografieren, mich auch. Hier ist halt so die Silhouette krass, aber da steht sein Arm halt auch gut und er hat auch gut die Brust angespannt und du siehst, die angespannt ist auch pump und die hat jetzt nicht diese übertriebenen Fasern und Streifen. Da habe ich mir gedacht, okay, kann sein, dass das vielleicht ein genetisches Wunderwerk ist und der echt heftig am Start ist. Ja, okay, das ist... Ich weiß nicht, ob Vincent uns wieder testen will oder... Der sieht aber sehr groß aus auf dem Bild. Das ist kein so gutes Licht. Natural? Ja, also natural. Ja. Oh, was ist das? Also hier zum Beispiel sieht er auch nicht mehr so natural aus. Guck mal, der Arm oben da drüber. Ah, das hat viel Fett, ne? Ja, aber es ist trotzdem ordentlicher Ballon. Das sieht auf jeden Fall krass aus. 6000 Abonnenten. Beweis sein Instagram-Profil. Digga, nur weil der Natural Bodybuilder in seiner fucking Caption stehen hat, das hat Simeon Panda in seiner auch stehen so. Du auch. Bei ihm steht auch Natural Bodybuilder in seiner Caption. Nee, aber bei dem, also glaube ich, muss man nicht viel drüber reden. Man sieht, das ist jetzt halt, die Vaskularität ist nicht übertrieben krass. Er hat eine gute Muskelmasse, aber er hat auch ordentlich, also er hat auch in Anführungszeichen einen ordentlichen Körperfettanteil. Und das ist jetzt nicht diese verrückte Härte mit der verrückten Streifen oder so. Das geht auf jeden Fall. Das ist eine krasse, also sieht sehr gut aus. Der ist auf jeden Fall sehr stämmig und so, aber ist jetzt nicht verrückt. Und auch der Nacken sieht man auch, das ist nicht so, ist kein Riesenberg. Ich finde vor allem hier so in der oberen Partie sieht man das echt. Boah, das ist jetzt super schwierig zu sagen. Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, finde ich. Aber ich hab's. Also ich glaube, ich hab's. Mit Frage? Willst du anfangen, wieso? Die Vaskularität und so weiter an den Arm ist schon ganz schön dolle jetzt hier, aber es ist halt noch nicht so die Teilung in der Muskel, also die Streifen in der Schulter. Der Nacken ist auch wirklich, wie du gesagt hast, so noch ziemlich schmal. Und die Schulter ist hier auch. Und ist auch so schön eingedreht. Ja, genau. Ist okay, also. Also. Er hat sich gut eingedreht. Du siehst, er hat einen krassen Pump in den Armen. In der Brust hat er nicht so einen krassen Pump. Sieht man, finde ich auch. Und der Körperfettanteil ist jetzt auch nicht so niedrig. Er hat eine starke Bauchpartie, aber er hat jetzt genau nicht diese heftigen Muskelteilungen und so. Also ich finde, dass, also wenn man auf den ersten Blick drauf schaut, denkt man erstmal krasse Masse und orientiert sich direkt an den Armen. Aber wenn man jetzt sich so die Arme wegdenkt und nur so die Mittelpartie anguckt, dann sagt man, okay, krasse Muskelmasse, aber das ist jetzt nicht... Du siehst hier keinen einzigen Streifen, du siehst ein paar Adern, aber das halt dann auch wieder... Also das zum Beispiel, denke ich, ist Genetik, weil das ist jetzt so eine... Das sind relativ weiche Adern ohne die krasse Härte in der Muskulatur, nicht diese krassen Teilungen. Aber auf jeden Fall krasse Form, also sehr, sehr krasse Form. Und das zum Beispiel auch wieder der dunkelhäutigen Bonus, ne? Boah, hier sieht es auch. Aber hier sieht man es, der ist halt vaskulär. Weil du siehst hier, die Schulter zum Beispiel ist nicht riesig. Ist aber krasse Form. Wahrscheinlich. Können wir doch direkt, oder? Stoff. Ja, Stoff. Auf Stoff. Ja, auf Stoff. Also ich glaube, hier braucht man gar nicht... War jetzt auch nicht der schwerste. Also ja, das ist ein Pro-Bodybuilder, fertig. Also der ist riesig und... Trocken ist fuck. Also hier sieht man zum Beispiel jetzt einfach der Unterschied. Guck mal, der steht, das ist eine Position, wo du einfach richtig scheiße deine Arme flexen kannst. Also wirklich richtig scheiße. Und dem sein Arm sieht einfach doppelt so breit aus wie der von dem einen anderen Kerl und ist halt doppelt so trocken. Hä, what the fuck? Also ich hab's aber. Also. Komm. Du nimmst jetzt eben wieder natural. Ich nehme aber Stoff.
weil die Brust, guck mal, wie prall die Brust ist. Und das sieht mir zu komisch aus. Sieht zu komisch aus? Ich sag dir was ganz abgefuckt. Kira, 20 Uhr klingt gut. Ich sag dir jetzt mal was Witziges. Das bin ich ja. Das ist mein Körper. Die haben einfach nur das Gesicht geändert. Oh, die Arschlöcher. Kurensinne, sag mal. Aber guck mal, die haben das falsch ausgeschnitten. Also hier sieht das, ist das nicht so prall wie hier, schau mal. Siehst du hier, der Arm ist breiter. Also wenn du mal was genau so achtest. Dicke, fette Fleischtitten gehabt. Hey, ja. Also ich wusste es nicht ganz genau. Ich war mir sehr unsicher. Aber ich wusste, dass Tim Natural nimmt. Deswegen habe ich einfach Stoff genommen, weil ich die einzige Möglichkeit so hatte, noch einen Punkt zu sammeln. Ach, kein Beweis! Wir hatten immer einen Beweis. Ja, hier, Tim. Ja? Es gibt sogar Bluttests von mir. Und hier, ja? Natural. Wo ist der Beweis? Schiebung, Alter. Aber nein, also jetzt mal im Ernst, hier auf dem Bild ist zwar viel in Anführungszeichen Masse, aber du siehst jetzt mal, wenn du drauf guckst, ist es jetzt nicht die... Also, da ist jetzt einfach nirgendwo die krasse Definition oder so drauf. Was aber. Ja, gut. Es gibt auch Bluttests von mir. Ah, okay, ja. Auch der Bob hat damals eigentlich das Bluttest. Digga, ich hab mir auch ein Haar rausreißen lassen. Deine Haare sind viel zu kurz. Wir werden ja gleich live noch den Test sehen. Weil wir werden jetzt erstmal was verloren. Das heißt, wir gehen später in den Sexshop und tun dann so die große Faustkampf. Es gibt auch unten in der Beschreibung den Filmdienst für die eine oder andere Faust von Kevin. Ja, genau. Aber nur die großen. War gut. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Jetzt erstmal viel Spaß mit Kevins Analfaust. Schreibt in die Kommentare, welche ihr sie haben wollt. Ich will die Faust in die Properze geschoben bekommen. Dann Hashtag, gib mir die Faust. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es im Hintergrund zu diversen kleinen Geräuschen kommen sollte, da unten haben Obdachlose diverse Territorialkonflikte. Wir befinden uns im Sexstore. Ich habe mir gerade einen Shake reingefahren und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls nicht, dann gebt dem Video einen Daumen nach unten. Die kleine Gummifaustwette hat Kevin verloren. Die werden wir aber nicht auf YouTube hochladen, weil das ist zu... Nein, also wir kriegen dann keine Kohle. Wir können dann nichts monetarisieren, ganz ehrlich. Und keine Ahnung, in was für einen komischen Filter mich dann YouTube packt, werde ich am Ende lande ich bei Mois, wo ich keinen Cent mit irgendeinem Video verdiene und alle Videos im Vorfeld demonetarisiert werden. Deswegen werden das auf Instagram aber hochladen. Wir haben das gefilmt, so versteckte Kameramäßig. Da kommt das dann online. Ansonsten, mir ist wichtig, dass ihr aus dem Video oder generell aus dieser Reihe nicht die Schlussfolgerung zieht, irgendwie Steroide machen Sinn oder sollte man nehmen. Da bin ich vollkommen dagegen. Ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass man ganz okay aussehen kann ohne Steroide. Kevin sieht heftig aus, man als Steroidgespenst, und ich kann auch verstehen, wenn man, wenn das erstrebenswert ist für einen, aber nehmt keine Steroide. Aber wenn ihr ein Supplement haben wollt, das, ich will jetzt nicht sagen, dass es wie Steroide wirkt, aber es ist das beste Supplement mit der stärksten Wirkung, würde ich persönlich sagen, ist Kreatin. Zieht euch Kreatin auf jeden Fall rein, wenn ihr etwas haben wollt, das euch beim Training tatsächlich hilft. Es ist kein Bullshit-Supplement. Wenn ich eins nehmen müsste, wäre das Kreatin. Zieht es euch rein. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, das könnt ihr euch angucken. Falls ihr neues haben wollt, sagt mir Bescheid, dann mache ich auch gerne mal ein neues, weil ich finde, dass Kreatin immer noch unterschätzt ist oder von den meisten Leuten verpönt ist. Wenn ihr ein Supplement nehmen müsst, dann ist es Kreatin. Brutales Zeug. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls euch das Video nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Und ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt zu Training, Ernährung und Co., wie ich zu meinem Körper gekommen bin, beziehungsweise wie ihr einen Trainingsplan gestalten könnt, was ihr alles über Ernährung wissen müsst, wie die Übungen ganz genau ausgeführt werden und Co. Alles Mögliche, dann unten ist der Link zu meinem Programm. Zieht euch das rein. Viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ansonsten, Freunde, folgt Kevin. Kevin der Ehrenmann, vielen Dank an Kevin, dass er sich die Zeit genommen hat, die Videos mit mir zu drehen. Und falls euch die Videos mit Kevin gefallen haben, unten sind noch ein paar andere verlinkt, die wir gedreht haben. Und schreibt in die Kommentare, wenn wir wieder Videos drehen sollen. Gebt uns Videoideen und folgt Kevin. Unten sein Instagram und sein YouTube verlinkt. Da sind auf jeden Fall ziemlich geile Videos am Start. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Video Daumen nach unten geben, falls ihr es scheiße fandet.